Es war einmal. Episode 1. Weit, weit zurück in fernen Ländern wuchs der Menschengeist. Er lernte, er stößte an, er machte falsch und er machte richtig. Das Licht hatte ihm auf dem Weg gegeben, was er brauchte. Werkzeuge, der Gaben, der Fähigkeiten. Und er tat, was er tat, tun musste. Der Menschengeist wurde immer stärker, kräftiger. Gerade weil er auch Falsches tat. In Besinnung darauf, die Erkenntnis kam, wurde er stärker, immer stärker. So stark, dass er schon Dummheiten machte, weil er so viel Glück empfand und bekam. Das Glück war auf seinem Fuße. Wohl merkte er das Glück und die Zufriedenheit, aber da war auch das Dunkel der Erde, die Schwere, die Mattlosigkeit, die Sinnlosigkeit. Aber er musste diese Dinge verdrängen, denn er hatte einen anderen Weg. Er war Bettler, dann war er Kaufmann, dann war er Gelehrter. Dann war er König, dann war er Berater, dann war er in den Künsten. Und in den Künsten, da freute er sich am meisten. Nur da kam er am wenigsten weiter. Er wurde geschliffen in seinem Geist, sein Geist kristallklar. Wurde geschliffen in allen Facetten, in Reinheit des Gelobens, des Erhaltens, des Lichtes. Ja, er war über alle Inkarnationen ein Erhalter des Urlichtes, des urgeistigen Lichtes auf der Erde. Nur das hält ihn zusammen. Die Seele durchmachte alles, was ein Erdenmensch durchmachen musste. Es war Tode betrübt, zum Teil auch mal abgewandt von Gott sogar. Aber immer kam die Seele zurück. Sie besinnte sich auf den Geist in seinem Innern. Denn dieser Geist wollte mehr. Er wollte wieder den Anschluss zu den geistigen Gefilden, nicht von dieser Erde. Die geistigen Gefilden. Dann wuchsen ihm wieder Geistesschwingen. Über Inkarnationen, vor allem die letzten Inkarnationen, ließen ihn wieder aufhorchen, dass da Gott ist und die Herrlichkeit aus Gott, die Kraft aus Gott. Ja, dann sah er auch Parzival und Immanuel. Er sah beide. Er sah sogar diese zwei zu unterscheiden. In ihren Künsten, kann man sagen, ja. Der eine schwingt das Schwert, der andere schwingt die Worte. Das sind Künste. Hohe Künste. Und so wurde er weiter geschliffen im Leben des Wortes, im Leben der Künste der Gestaltung. Er wurde geschliffen im einfachen Leben. Auch einmal als kleiner Bauer wurde er geschliffen. Er hat alles durchgemacht. Auch stand er an den Maschinen.
den groben irdisch-materiellen Maschinen, wo es kein Erbarmen gibt. Denn diese Kälte, diese geistlose Arbeit der Maschinen und Industriemenschen, da musste er sich sofort zwanghaft lösen. Dann aber kam das Licht wieder und lehrte ihn, was er einmal war, dass er einmal Schriftgelehrter war, dass er Schriftsteller war, dass er die Künste des Schreibens erlernte und das sollte er weiterhin tun, in anderer Form. In der Form des reinen gesagten Wortes, das nun jeder Mensch versteht. Auch der wenig Bildung hat, muss die Worte nun verstehen, in Einfachheit und Natürlichkeit. Und so wurde er stärker und stärker. Und all seine Leben von damals vereinten sich in diesem Leben. Es gab einen Guss. Und in diesem Guss wusste dieser wunderbare Mensch nicht mehr, wo er auf den Weg gehen sollte. Denn das Dornengestrüpp der Erde wucherte weiter. Es gab nicht viele Wege. Er suchte sich den Weg des reinen Lichtes, der großen Erleichterung im Herzen. Und er suchte sich auch das Licht selbst zu ergreifen. Ja, er wollte das Licht ergreifen, greifbar machen für sich und dann auch den Menschen mitteilen. Hey, das Licht ist greifbar. Das Licht ist bei euch. Gebt ihm die Hand, dann kommt es zurück zu euch. Mit der Hand des Lichtes. Und so wurde er stärker und stärker. Bis eines Tages eine Seherin kam und ihm ganz klar mitteilte, was Sache ist, wie er nun neu zu gehen hat auf dieser Erde. Mit all diesen Komponenten, Gaben, Fähigkeiten, aller Leben kann er nun vorangehen. Er muss vorangehen. Denn wenige inkarnierte Menschengeistern haben den Segen erhalten für diesen Weg. Die meisten von ihnen sind gestrauchelt, gestürzt und standen nicht mehr gerne auf, weil auch im Lichte dienen es eben ein Arbeiten ist, im Licht ein Arbeiten, unentwegt. Und so kamen Hilfen zu ihm und es stellte ihn. Er wurde geschliffen wie eine Schwertespitze, scharf. Oh, ein Rehbock rennt darunter, er ist schon weg. Ja, so wird der Mensch geschliffen, wenn er denn auf dem Weg ist. Der Mensch braucht das Licht, um wahrhaftig zu sein, wahrhaftig zu stehen, in der Kraft seiner Würde und Wahrhaftigkeit. Dann reicht die Hand von Emmanuel oder von Jesus, die Hand dem Erdemenschen. Es hebt ihn empor, so weit, dass er Neues sieht. Er sieht einen neuen Weg, den er gehen muss. Und die Menschen können ihm folgen auf diesem Weg. Die Reinheit
seines inneren Bodens ist dann gelegt, auf das er baut und weiterbauen wird. So viel zur ersten Episode des Neuwerden, des Menschen Neuwerden. Weiteres, wenn weiteres kommt. Markus Bösch.